Hallo, ich bin Anna von Du hast die Macht und wir verbringen heute eine Nacht im Café Neustadt. Das ist aber kein gewöhnliches Café, sondern befindet sich mitten auf dem Straßenstrich in Berlin. Hier werden Drogenabhängige und Prostituierte beraten. Das Café wird allein von Freiwilligen betrieben. Eine davon bin heute Nacht ich. Mal gucken, ob sie mich gebrauchen können. Hallo, Gerhard, hier ist deine neue freiwillige Helferin. Herzlich willkommen im Café Neustadt. Wir haben heute ein ganz kleines Team, von daher bist du eine gute Ergänzung. Und wir haben viel zu tun, also kannst du gut anpacken. Wir müssen Tee kochen und Brötchen schmieren. Brötchen schmieren und nicht essen. Doch, essen kannst du auch. Okay, dann bin ich dabei. So, jetzt geht's los. Geht's los? Kurfürstenstraße ist ja durch Christiane F., wir Kinder von Bahnhof Zoo, als Drogenstrich bekannt, verschrien, wie auch immer. Und inzwischen machen die drogenabhängigen Frauen vielleicht ein Drittel aus. Absolute Mehrheit sind jetzt osteuropäische Frauen. Wir teilen das halt deswegen ein, weil die Probleme und der Hintergrund halt so unterschiedlich ist. Sag mal, Gerhard, woher bekommt ihr die Sachen hier? Die Brötchen bekommen wir von zwei verschiedenen Bäckern. Mhm. Da kommt auch nachher noch eine neue Lieferung von heute. Mhm. Und alles andere kaufen wir. Es gibt ja seit, du machst das schon seit 10 Jahren, ne? Und es ist, es gibt ja seit 10 Jahren auch dieses Prostitutionsgesetz. Kannst du mal sagen, was da eigentlich enthalten ist? Ziel des Prostitutionsgesetzes war es, dass Frauen zum Beispiel ihren Lohn einklagen können, dass sie sich krankenversichern können. Also dass das sozusagen auch nichts Anstößiges mehr ist. Und die Krankenkasse, also sind die Damen hier alle freischaffend gemeldet? Sie müssen natürlich irgendwie gemeldet sein, sie müssen Steuern zahlen vor allem. Also da ist auch die Steuerfahndung hinterher. So. Aber jetzt, ob sie krankenversichert sind, das interessiert keinen. Ich denke, sie wollen das auch nicht, dass das sozusagen in Stein gemeißelt ist für alle Ewigkeit. 4 Kinder. Du hast 4 Kinder? 20 Jahre. Latika? Chassis. Okay, du hast 4 Kinder? Ja, 4 Kinder. Und zwei Mädchen, zwei Jungen. Und die älteste ist 20. Ja. Habe ich verstanden. Okay. Und wo leben die? Was? In Deutschland? Berlin, 4 Jahre. Berlin. Okay. Du bist seit 4 Jahren in Berlin. Wo leben deine Kinder? Pest. Budapest. Mhm. Ja. Hübsch. Ungar. Hübsche Kinder. Ja. Mein Ungarisch ist relativ begrenzt, muss ich sagen. Ungarisch, nein. Egészségre. Köszönöm szépen, szépen. Ja, Egészségre. Ja. Egészségre ist auf Ungarisch Prost. Prost. Viszontlátásra. So, jetzt gehen wir mal raus. Eine kleine Runde. Was haben wir vor? Also wir gehen jetzt einfach mal schauen, die Frauen, die an der Straße stehen, die nicht zu uns ins Café reinkommen, weil sie einfach Suchtdruck haben und arbeiten müssen und Geld brauchen. Oder auch Frauen, die vielleicht auch gar nicht hier rein dürfen, weil sie an der Straße stehen müssen. So. Also einfach mal aufsuchen, die Frauen, die hier auf der Straße jetzt sind. Wieso müssen die auf der Straße stehen? Also wenn sie Zuhälter haben oder so, dann sind sie ja hier, um zu arbeiten und nicht, um irgendwo in gemütlicher Atmosphäre einen Tee zu trinken. Okay, wir sind hier gerade aufgetaucht, natürlich eine Kamera und da kommen sofort die Zuhälter aus dem Dönerladen und pfeifen die Prostituierten zurück. Also wir haben es halt hier wirklich mit allem zu tun, also so arme Frauen, die damit sozusagen ihren Lebensunterhalt verdienen und eben wirklich Frauen, die dann an die Straße gestellt werden und dazu gezwungen werden, da zu stehen. 1, 2, 3, 4 mal sogar 5. Ursprünglich war das ein Swingerclub und dann war das ein Bordell. Hier unten ebenerdig. Und da waren dann eben ganz, ganz viele der ungarischen Frauen und da war dann Razzia vor, ich glaube, 2 Jahren und dann wurde der ganze Laden da geräumt und jetzt ist da nichts mehr. Ist das Café Neustadt, ist das wichtig für euch? Das Café hier, dass ihr hier sein könnt?
Ja, hier sind gute Leute hier. Arbeitest du nur für dich oder arbeitest du noch für jemanden anderen? Ja, für meine Familie. Ja, noch ich möchte eine Wohnung kaufen in der Tschechei. Ja, aber meine Familie denken, ich bin Arbeit, Restaurant, machen sauber. Dieser Mann zu mir Besuch. Noch ein Freund, gibst du mir tschechische Schokolade, noch Blume. Besuch schon, danke schön. Hm. Ja. Gerd hat dich im Krankenhaus besucht, ja? Ja, Besuch. Wow, wieso Gerhard, was war da los? Das kannst du ja erzählen, was... Ich bin Probleme Straße, jemand Messer. Sie ist einer anderen Frau, eine andere Frau, die mit einem Mann mit war und dann hier ausgestiegen ist. Und der Mann wollte das Geld zurückhaben von ihr und hat dann mit dem Messer versucht, auf sie einzustechen. Und sie ist dazwischen gegangen, wollte der anderen Frau helfen und hat dann das Messer im Brustbereich reinbekommen. War in der Nacht zum 1. Mai. Wie findest du das Café Neustadt? Ist das schön hier? Ja, schön. Ich immer komme hier und essen ein bisschen, sitzen und viel schon, sehr schön. Ich normal Tschechien, ich arbeite in Restauration, essen, trinken und so. Aber jetzt, ich habe Schuldung und muss schnell bezahlen, diese Arbeit gut und schnell Geld. Aber jetzt nicht gut Winter. Jetzt musst du wieder raus in die Kälte. Komm ich öffnen. So? Nein, open. Okay. Du musst es rein. Ja. So, so, okay. Wir wollen ja nicht, dass es an die Nägel kommt hier. Gerhard, jetzt haben wir eine Nacht, liegt so ein bisschen hinter uns, ein paar Stunden. Wie fühlt sich das an, wenn hier so eine Nacht zu Ende geht? Grundsätzlich ist es halt einfach, merken wir, dass es gut ist, dass wir da sind. Auch jetzt hier mit der einen Tschechin, der ich mal geholfen habe, da haben wir eben tschechische Süßigkeiten besorgt und die ins Krankenhaus gebracht. So. Und es kommt dann halt auch so, eben, das liegt Jahre zurück, aber das bleibt bei Ihnen so in Erinnerung, dass in so Situationen, wo Sie niemanden sonst hatten und hier auf Intensiv lag sie, also dass wir dann da eben aufgetaucht sind und ihr geholfen haben. Und wenn die Frauen hier drin sind und man lacht und ist fröhlich und man isst und man quatscht und man macht Spiele und so, und dann gehen sie auf die Straße und dann hält ein Auto an, irgendein Typ, der dann sozusagen sie, nur weil er sozusagen im Besitz des Geldes ist, sie kaufen kann, obwohl sie eigentlich was ganz anderes machen würde. Also wenn sie arbeiten, sie lieber was anderes arbeiten würde und nicht da ins Auto einsteigen würde. Und das macht dann, also das schmerzt dann auch so, gerade wenn das Frauen sind, die man so auch ins Herz genommen hat, so auf und so. Feierabend im Café Neustadt, ein schöner, anstrengender, interessanter Abend. Das Café Neustadt sucht immer nach Freiwilligen. Falls ihr mal Lust habt, hier eine Nacht, so wie ich, zu verbringen, kommt einfach vorbei oder einen Tag. Tags haben sie nämlich auch offen. Meldet euch einfach. Hier unten seht ihr die Internetadresse. Okay, dann sage ich mal tschüss, meine Lieben. Tschüss, Monika. Schön war's mit dir.